Zuordnung von POIs in OSM-Grenzdaten. Ich stelle hier einen Workflow vor, welcher benutzt werden kann, um POIs in deren Grenzregionen zuzuordnen. Dieser wurde in einem Projekt eingesetzt, in welchem verschiedene Metadaten von allen POIs in einer Region aggregiert werden sollen. Als Ausgangslage haben wir die POIs im Bild rechts und als Ziel wollen wir die POIs und deren administrativen Region. Das heißt Land, Region und Subregion. Hier nochmals die genaue Ausgangslage. Wir haben POIs mit Metadaten wie zum Beispiel jene im Bild. In diesem Fall sind es Verkaufsstellen mit Informationen über die Umsatzzahlen. Diese POIs möchten wir nun in einem Land und falls möglich einer Region und Subregion zuweisen. Dazu benutzen wir die OSM-Grenzdaten oder auch bekannt als OSM Administrative Boundaries. Da die POIs über die ganze Welt verteilt sind, ist es nicht möglich, nur eine Region oder ein einzelnes Land zu nehmen. Und wir brauchen Grenzdaten, die über die ganze Welt verteilt sind. Als erstes wird eine Liste von Ländern bestimmt, welche die POIs beinhalten. Und für jedes Land wird festgelegt, welches administratives Level, das in den OSM-Daten vorhanden ist, benutzt wird. Das machen wir, weil wir mit maximal 3 administrativen Regionen arbeiten und es bei OSM einige Levels gibt, wobei nicht alle in jedem Land Daten aufweisen. Das Bild zeigt ein Beispiel von vorhandenen administrativen Levels in einem Teil Europas. Wenn wir also nun bestimmt haben, welche Regionen für welches Land benutzt werden kann, können wir mittels Overpass API einen Datenextrakt generieren. Zusammen mit den POIs und dem generierten Datenextrakt müssen die POIs jetzt gemappt werden. Dies wird in diesem Beispiel direkt in der Datenbank mittels SQL-Skripts gemacht. Die OSM-Daten werden in eine eigene Tabelle in derselben Datenbank wie die POIs geladen. Mittels SQL-Skripts werden die OSM-Daten mit den POI-Daten in neue denormalisierte Tabelle zusammengefügt, sodass nun die denormalisierte Tabelle die Attribute der POIs enthält, sowie das Land, die Region und die Subregion, in welcher sich der POI befindet. Was kann man jetzt mit diesen Daten machen? In dem Beispiel hier wird über die Region von einem Land in verschiedenen Jahren aggregiert. So können die Zahlen verglichen und visualisiert werden. Weshalb wurde OSM verwendet? Es weist eine hohe Flexibilität auf, auch bezüglich den Lizenzen. Es ist möglich, Daten zu ergänzen, wo etwas fehlt und so etwas an die OSM-Community zurückzugeben. Die Geometrien haben eine hohe Genauigkeit. Dies ist vor allem wichtig für POIs, welche sich neu an der Grenze befindet. Damit haben wir auch bei den Aggregationen eine höhere Genauigkeit. Ich bin Marion Baumgartner und bin für die Firma Camp2Camp als Open Source Entwicklerin tätig. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.